Ein exklusives Wohnprojekt, in dem es um Inklusion geht. Ein Sportverein, in dem Antirassismus trainiert wird. Ständig herausgeforderte Alltagshelden im Rettungsdienst. Und die Kirche, die als die Wiege der deutschen Demokratie gilt. Landtagspräsidentin Astrid Wallmann ist auf Sommerreise durchs Rhein-Main-Gebiet. Wir haben heute gestartet im Hessischen Landtag, haben dort eine Besuchergruppe empfangen, eine Flüchtlingsgruppe der Ukraine, die hier in Wiesbaden in Wohnheimen untergebracht sind. Das war natürlich ganz besonders bewegend, auch mit diesen Personen auch ins Gespräch zu kommen, sich auszutauschen und insbesondere auch die Menschen, die diese Gruppe auch ehrenamtlich begleiten. Das war wichtig, mit denen auch zu sprechen und vor allem auch die Solidarität und die Anteilnahme des Hessischen Landtags zum Ausdruck zu bringen. Weiter geht's zu den Einsatzkräften des Roten Kreuzes. Denn Alltagshelden sind Astrid Wallmann ein ganz besonderes Anliegen. Das ist eine Personengruppe, eine Berufsgruppe, die sich für andere Menschen einsetzt. Und umso wichtiger ist es, dass diese Menschen auch wissen, dass wir hinter ihnen stehen, weil sie leider immer wieder auch Anfeindungen oder sogar Bedrohungen ausgesetzt sind. Ich glaube schon, dass das immer schon mal erstmal ein wichtiger Schritt ist, ein erster großer Schritt quasi, dass sie erstmal hier ist, sich das Ganze auch anguckt, unsere Meinungen sich anhört. Und das zeigt ja einfach nur, dass Veränderungen erwünscht ist und auch angegangen wird. Und ein ganz spannender Termin war in Rüdesheim beim Mehrgenerationenhaus Freistil, wo 60 Menschen zusammenleben, von jung bis alt. Es sind Menschen mit einer Beeinträchtigung mit dabei in zwei Wohngruppen und man unterstützt und hilft sich gegenseitig. Ein wirklich beispielhaftes Engagement und wirklich toll, was dort auf die Beine gestellt worden ist. Es ist ein tolles Projekt, es macht Spaß. Wir kriegen sehr, sehr viel für unser ehrenamtliches Engagement zurück. Es hat Potenzial. Je mehr kommen, umso mehr können wir bewältigen. Und natürlich hoffen wir dann auch jetzt in Zukunft, uns deutlich leichter zu tun, auch weitere finanzielle Unterstützung zu akquirieren. Denn das war letztendlich die Hauptaufgabe, um das Ganze überhaupt ins Leben erwecken zu können. In Frankfurt besucht Astrid Wallmann dann die geschichtsträchtige Paulskirche, Sitz des ersten deutschen Parlaments. Dort haben wir uns mit dem Bürgerverein Demokratieort Paulskirche getroffen und uns ausgetauscht. Es ist ja in Planung, dass dort ein Haus der Demokratie entsteht. Und ich bin sehr dankbar, dass ich mit dem Verein und auch mit den Verantwortlichen der Stadt mich heute austauschen konnte. Demokratie ist eines der ganz wichtigen Werkzeuge, um Gesellschaft auch zusammenzuhalten. Und wir müssen alles dafür tun, dass sie gestärkt wird. Der Demokratieort Paulskirche hat dafür auch alle Voraussetzungen, weil er dieses wunderbare Monument der Paulskirche aufweist, das jetzt noch um ein Haus der Demokratie ergänzt werden soll und dass es deshalb sehr, sehr wichtig ist, dass mit diesem Erinnerungsort sehr sorgsam umgegangen wird. Besonders erwähnenswert ist auch noch das Projekt des Landessportbundes Demos. Auch Sport kann Demokratie stärken. Das zeigt die Sport- und Kulturgemeinde Ehrfelden in Riedstadt, die gemeinsam mit dem Projekt Demos für klare Kante gegen Rassismus und Antisemitismus sorgt. Astrid Wallmann ist begeistert, wie der Landessportbund es schafft, Werte an junge Menschen zu vermitteln und dort ein entsprechendes Projekt gestartet hat. Wir hatten im Prinzip in diesem Jahr, Frühjahr, die Diskussion, was darf ein Verein, wie politisch darf ein Verein Vereinsvorstand werden, und haben dieses gemeinsame Projekt Leitbild und Demokratie entwickelt. Ich weiß jetzt nicht, ob es über das Demokratieverständnis passiert, aber wir hatten eine Mitgliederdelle und wir haben diese Mitgliederdelle mehr als ausgeglichen. Und besonders der Zuwachs in diesem Jahr ist beträchtlich. Ja, es war für mich eine ganz tolle und auch erfolgreiche Sommerreise, weil wir viele spannende Termine heute absolviert haben, aber auch durchaus aufrüttelnde, auch emotionale Termine waren dabei. Ich habe ganz viel erfahren in den Gesprächen. Ich habe während der Busfahrt schon telefoniert, um das eine oder andere auch schon anzustoßen und womöglich auch zu regeln. Und das ist mir auch ganz wichtig. Wir haben unglaublich viele Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren. Das hat der heutige Tag auch wieder gezeigt. Und dafür kann man nicht oft genug Danke sagen. Und das ist mir auch ein ganz wichtiges Anliegen.